Klaus von Donani war auf dem Kanal von Sarah Wagenknecht zu Gast. Von Donani ist ein SPDler alter Schule und wir schauen uns mal an, was er über Frieden, Vernunft und die Wagenknecht-Partei zu sagen hat, beziehungsweise was er über Außenpolitik zu sagen hat. Das ist ja das Feld, wo er sich zuletzt sehr häufig zu Wort gemeldet hat, mit unter anderem sehr schlauen Bemerkungen zum Ukraine-Krieg. Doch bevor wir dazu kommen, erstmal ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Odyssee. Und folgt mir bitte auf Rumble. Meine Kanäle dort sind in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung verlinkt. Ihr werdet da also auf jeden Fall hinkommen, wenn ihr danach sucht. Bisher folgen mir nur ungefähr 1% meiner Follower, die ich hier auf YouTube habe, auf Odyssey bzw. Rumble. Das wäre wirklich schön, wenn das ein paar mehr wären. Damit wir sicher sind, sollte der Kanal hier auf YouTube eines Tages gesperrt werden. In diesem Sinne würde ich sagen, beginnen wir jetzt gleich mit dem Interview mit Klaus von Onani. Ihre eigene Meinung gegenüber den USA zu vertreten. Und deswegen hat ja ein französischer Finanzminister und dann Ministerpräsident einmal gesagt, wir seien nur noch Vasallen der Amerikaner. Ich finde, dass Frau Wagenknecht in der Beziehung völlig recht hat. Sie vertritt sozusagen die deutschen Interessen. Es ist absolut unvernünftig, sich in die Hände einer anderen Macht zu begeben, die so weit entfernt ist, und die bei ihren Entscheidungen überhaupt nicht berücksichtigen wird, was das hier bedeutet. Und deswegen finde ich eben diese Mischung in dem Wagenknecht-Konzept, in dem es ja dann heißt Vernunft und Gerechtigkeit, dieses Konzept ist bestechend, finde ich, und wird viele Leute auch dazu bewegen, Frau Wagenknecht zu wählen. So, das war das Intro. Naja. Bin ich gespannt auf das Gespräch. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Sarah Wagenknecht. Ich bin Marc Kaiser und ich spreche heute mit einem Zeitzeugen der Geschichte, einem wahnsinnig interessanten Mann, nämlich dem ehemaligen. Das Format finde ich sehr, sehr gut. Da müssen Sie mehr interessante Leute einladen. Also, Sie haben mit den ersten zwei Gästen, Klaus von Onani und Jan-Josef Liefers, eine gute Wahl getroffen, finde ich. Da können definitiv mehr Leute eingeladen werden, auch gerne mehr Leute, die schon in den alternativen Medien bekannter sind. Also finde ich sehr, sehr gut, dass das BSW hier so ein Format aufgelegt hat. Da muss auch noch mehr kommen. Also da wird es bestimmt Moderatoren geben, die da bereit sind, ehrenamtlich für das BSW solche Formate hier zu moderieren und da Leute einzuladen. Also finde ich wirklich gut. So erreicht man Leute und durch solche längeren, hintergründigeren Gespräche. Ja, erreicht man die Leute, glaube ich, besser als durch so, ja, kurze Videos. Es muss beides da sein. Es muss beides da sein. Aber das mal an der Stelle zur Öffentlichkeitsarbeit finde ich gut. Da muss definitiv noch mehr in die Richtung kommen. Ersten Bürgermeister von Hamburg, Minister unter Willy Brandt und ein Mensch, der wirklich eigentlich immer weiß, wovon er redet, nämlich Klaus von Donani. Herzlich willkommen, Herr von Donani. Wir sind Guten Tag, zugeschaltet. Kaiser. Guten Tag, wir sind zugeschaltet aus Hamburg hierher nach Berlin. Herr von Donani, Sie sind 1928 geboren, haben als junger Mensch, als sehr junger Mensch, den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Die Kapitulation Deutschlands, die totale Zerstörung und den Wiederaufbau. Und heute führt wieder eine Supermacht Krieg gegen ihre Nachbarn. Populismus und Rechtsnationalismus erstarken und wir haben eine schwächelnde deutsche Regierung, die statt Frieden zu fördern, den Krieg durch immer mehr Waffen anheizt. Ist Deutschland inzwischen eine Kriegsnation und keine Friedensmacht mehr? Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir versuchen unser Bestes in dieser schwierigen Zeit. Aber ich teile Ihre Meinung, dass wir den kriegerischen Teil, also wenn ich die Bemerkung von Herrn Pistorius, dem Verteidigungsminister, mal aufnehmen kann, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Ich würde sagen, Deutschland muss friedenstüchtig werden. Das scheint mir bedeutender zu sein. Das setzt natürlich auch voraus, dass man sich verteidigen kann. Natürlich. Aber wir hatten ja mit Willy Brandt einen Menschen, der sich als erster dazu bekannte, dieses unselige West-Ost-Feindmuster zu überwinden durch die sogenannte Entspannungspolitik. Was fehlt in der aktuellen Regierung, was Brandt hatte? Es fehlt eigentlich die Einsicht, aus meiner Sicht auf jeden Fall, dass man einen Frieden nur herstellen kann, wenn man die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Und man hat aus meiner Sicht auf jeden Fall die Fragen, die Russland an den Westen gestellt hat, nämlich wie sicher kann denn Russland sein, wenn der Westen mit der Ukraine als NATO-Mitglied an die Grenzen Russlands vorrückt,
Diese Frage hat man nicht wirklich mit Russland diskutiert, sondern hat es abgelehnt, darüber zu sprechen. Das war nach meiner Meinung ein tragischer Fehler. Heißt das, dass wir die Souveränität der Entscheidung, eine Friedensmacht sein zu wollen, geopfert haben, des guten Verhältnisses zu den USA, die ja eine unversöhnliche Russlandpolitik machen, seit Jahrzehnten im Grunde genommen? Das ist richtig, was Sie zuletzt gesagt haben. Die Politik der USA ist seit langem eine Russlandfeindliche. Das kommt auch von den Engländern ursprünglich, die ja eine traditionelle Feindschaft mit Russland haben, weil die Gefahr bestand, dass Russland auf dem Landwege bis nach Indien vordringen könnte. Das war die große Kontroverse. Das ist jetzt aber schon sehr lange her. Das war im 19. Jahrhundert die große Debatte. Ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts hat Großbritannien es ja geschafft, sich mit Russland zu verbünden, das Deutsche Kaiserreich. Zwischen England als Weltmacht und Russland. Und wir haben heute die Lage, dass die USA gewissermaßen diese Einstellung, diese Russophobie... Ich wollte das jetzt gar nicht abtun. Nicht, dass jetzt einige in den Kommentaren schreiben, das sei irrelevant. Das ist sehr relevant. Also Großbritannien hat auf dem europäischen Kontinent immer versucht, herzustellen, um eben selbst die dominierende Weltmacht bleiben zu können. Russland war, wie gesagt, an der Grenze zu Indien eher ein gefühltes Problem. Russland hatte nie Ambitionen, Indien zu erobern. Dazu wäre es militärisch auch nicht in der Lage gewesen. Aber England wollte immer verhindern, dass auf dem europäischen Kontinent eine Großmacht entsteht, die ihm ebenbürtig wäre. Und ähnlich war die amerikanische Außenpolitik. Nur die USA, die haben nicht versucht, ein Gleichgewicht der Mächte herzustellen. Die haben Westeuropa ihrem eigenen Großraum hinzugefügt nach Ende des Zweiten Weltkriegs und versucht, die Sowjetunion, also die einzige verbleibende Macht, so gut es ging, zu schwächen und zu isolieren. Und ähnlich versuchen sie jetzt mit China, gegen China und Russland vorzugehen. Also die amerikanische Strategie, die war noch sehr viel invasiver als die britische, die die USA ja nach dem Zweiten Weltkrieg es tatsächlich geschafft hatten, sich in Europa einen eigenen Großraum zu erschließen, was Großbritannien ja nie gelungen war. Das ruhig mal so, geerbt haben. Und mit den Amerikanern, die dieser Linie folgen, dann auch in der NATO im Grunde genommen nicht mehr wirklich frei sind, gegenüber Russland zu handeln. Das bedeutet doch aber, wenn wir diese Souveränität nicht mehr haben, uns für Frieden stark zu machen, dass wir im Grunde genommen uns damit in Europa auf einen Weg hin zu einem Krieg befinden oder uns zumindest begeben haben, oder? Die Amerikaner sind weit weg. Auf jeden Fall eine Gefahr, dass die USA, die ja schon zwei Kriege in Europa geführt haben, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, jedes Mal, ohne dass in den USA, wie ich oft versuche deutlich zu machen, auch nur eine Fensterscheibe geklirrt hat. Das heißt, im Grunde genommen sind die USA von diesen Kriegen im Sinne ihrer Integrität, ihrer räumlichen ihrer Verletzbarkeit als Land völlig verschont geblieben. Und das ist natürlich heute eine weitere Gefahr, dass die USA möglicherweise sagen, naja, einen Krieg in der Ukraine kann man führen, da kämpfen die Ukrainer und nicht unsere Soldaten. Und dann geht die Ukraine dabei kaputt, aber nicht New York. Und das kann sich natürlich so fortsetzen. Also ich halte das für eine gefährliche Entwicklung, dass ein Land über unsere Sicherheit mitentscheidet, nämlich die USA, das selber von entsprechenden Folgen dieser Entscheidung gar nicht betroffen wäre. Wie kann denn Deutschland, aber vielleicht auch die Verbündeten in der NATO wieder mehr Rückgrat entwickeln, um diesen Führungsanspruch der Amerikaner nicht weiter so laufen zu lassen, der uns ja unweigerlich irgendwann mal in eine Katastrophe führen muss? Wenn jetzt nicht irgendwie mal jemand kommt und sagt, basta, wir beenden das jetzt. Das, Herr Kaiser, weiß ich auch nicht. An sich müsste man natürlich in Berlin die Dinge einmal viel offener diskutieren. Stattdessen tut man ja in Berlin so, als vertreten die Amerikaner, also die USA, unsere Interessen in Fragen gegenüber Russland. Und das ist nicht der Fall. Also die USA vertreten ihre eigenen Interessen, das ist auch verständlich, aber es sind nicht immer unsere. Und dieses Problem, dass wir sozusagen in den Händen, über die NATO, in den Händen einer Großmacht sind, die im Grunde genommen ihre eigenen Interessen uns auch als unsere Interessen aufdrückt,
Das ist eine Gefahr auch für den Frieden in Europa. Heißt, dass die NATO längst kein Verteidigungsbündnis mehr ist, sondern im Grunde genommen langsam auf ein Angriffsbündnis getrimmt wird? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die NATO ein Angriffsbündnis ist. Ich glaube nur... Also die NATO hat schon Staaten angegriffen. Also dieses Verteidigungsangriffsbündnis kommt jetzt immer aufs Framing an. Aber die NATO hat ja beispielsweise Serbien angegriffen, 99, um die Parzellierung Jugoslawiens abzuschließen, um russischen Verbündeten zu schwächen. Die NATO ist in Afghanistan eingefallen und hat dort die Taliban beseitigt, die 80% des Landes kontrollierten, dann einen 20-jährigen Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen. Also die NATO war in der Vergangenheit alles andere als friedlich. Also wie gesagt, das ist jetzt die Frage, welches Framing man verwenden will. Aber es ist doch sehr interessant, mit welchem Anspruch die NATO gegründet wurde. Die Deutschen unten halten, die Russen draußen halten und die Amerikaner drinnen halten. Keep the Americans in, the Germans down and the Russians out. Das war von Anfang an das Ziel der NATO. Aber ja, ist die Frage, wie defensiv dieses Vorgehen war. Also die Sowjetunion, die hatte immer eine relativ defensive Außenpolitik. Die hat beispielsweise versucht, so neutrale Pufferstaaten zwischen sich und die NATO zu bringen, weil sie immer Angst vor einem Überfall aus dem Westen hatte. Auch gar nicht unbegründet. Sie wurde von Nazi-Deutschland überfallen und während des russischen Bürgerkrieges wurden die Bolschewiki von zahlreichen westlichen Staaten angegriffen, die versucht hatten, den russischen Bürgerkrieg zu ihren Ungunsten zu wenden. Also das ist ja durchaus verständlich, dass die Sowjetunion dafür Angst hatte und sie hat Deutschland und Österreich beispielsweise eine Wiedervereinigung angeboten. Im Gegenzug wollte sie Neutralität haben. Österreich hat dieses Angebot angenommen, Westdeutschland hat dieses Angebot abgelehnt. Deswegen hatten die Österreicher ihre Wiedervereinigung schon in den 50er Jahren. Und mit Österreich, Deutschland und Jugoslawien hätte es so ein Gürtel an neutralen Staaten in ganz Europa gegeben, die zwischen der NATO und der Sowjetunion gelegen hätten und die Sowjetunion vor einem Angriff aus dem Westen, wie gesagt, einen Puffer geboten hätten. Zumindest einen Krieg unwahrscheinlicher gemacht hätten. Aber ja, das wollte der Westen nicht, das wollte auch die westdeutsche Regierung unter Adenauer nicht. Der damalige BND-Präsident Reinhard Gehlen, beziehungsweise damals hieß der BND noch Organisation Gehlen, also der war sogar nach ihm benannt, das war eine Unterabteilung der CIA, hat seinem Führungsoffizier bei der CIA sogar einen Putsch in Deutschland angeboten, sollten FDP und SPD an die Macht kommen und eine Wiedervereinigung versuchen. Also das waren in den 50er Jahren die politischen Zustände in Deutschland. Wie gesagt, alles Fragen, die man vielleicht mal bedenken sollte, wenn man sich überlegt, wie defensiv ist denn ein Bündnis, was einer ja eigentlich raumfremden Macht, nämlich den USA, direkte militärische Kontrolle über weite Teile Europas zusichert. Also ich sage eigentlich raumfremde, denn wie gesagt, die NATO ist ein wichtiges Instrument, was dafür sorgt, dass die europäischen Staaten Teil des amerikanischen Großraums bleiben. Dass wenn man die russische Seite betrachtet und aus russischer Sicht sieht, dass ein Bündnis, das so hoch gerüstet ist, bis an die eigenen Grenzen vordringt, nämlich indem die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, dass das für Russland als eine Bedrohung verstanden werden kann, nicht sein muss, aber verstanden werden kann und dass das dann auch wiederum dazu führt, dass aus meiner Sicht Russland reagiert auf eine Weise, die vielleicht nicht nötig gewesen wäre, aber verständlich. Politikerinnen wie Sarah Wagenknecht sind ja dafür, den Krieg sofort zu beenden oder zumindest einzufrieren. Wie realistisch sind denn solche Forderungen? Sind sie denn überhaupt in den nächsten Wochen und Monaten mit diesen Playern, die daran beteiligt sind, überhaupt umsetzbar? Im Augenblick glaube ich das nicht. Ich bin allerdings der Auffassung, dass möglicherweise, wenn jetzt Putin weiter vordringen kann, in Charkiw zum Beispiel, also in der Offensive, die gegenwärtig stattfindet, jetzt im Mai, dass das dann möglicherweise dazu führt, dass man auch auf der Seite der Ukraine eher bereit ist zu verhandeln, als man das bisher war. Ich glaube nicht, dass wir diesen Krieg mit einem Sieg über Russland beenden können. Es darf auch nicht ein Sieg über die Ukraine sein. Es muss eine verständnisvolle Bewegung werden, auf beiden Seiten einen Kompromiss zu schließen, bei dem man, das hatte Frau Merkel ja alles vorbereitet, bei dem man am Ende sogar vielleicht zurückkommen kann auf die Vereinbarung von Minsk. Und die hieß ja, wenn man das mal
einfach darstellt. Die hieß ja, wenn im Donbass, also in der russischen Teil der Ukraine, die Leute nicht aus Kiew regiert werden wollen, dann muss man ihnen Autonomie geben, also eine Art Selbstverwaltung, so ähnlich wie Südtirol zwar zu Italien gehört, aber nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das mittlerweile illusorisch ist. Also Russland hat diese vier Oblasten in der Ostukraine, Donetsk, Luhansk, Kherson, Saponischja, annektiert und fordert von der Ukraine die Anerkennung der territorialen Realitäten. Und angesichts des für die Ukraine sehr schlechten Kriegsverlaufs und ja, der Gefahr eines Frontzusammenbruchs dürfte die Kompromissbereitschaft auf russischer Seite nicht sehr hoch sein. Russland war im Frühjahr 2022, im April in Istanbul bereit, der Ukraine alle Gebiete, die erobert waren, zurückzugeben, sich hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen. Dazu war Russland bereit. Dazu wird es jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr bereit sein, nachdem es in ja, 2 Jahren hunderttausende Menschenleben verloren hat. Also, wie gesagt, die Kompromissbereitschaft auf russischer Seite, die dürfte eher gering sein, vor allem wegen der schlechten militärischen Lage der Ukraine und der früheren Weigerung der Ukraine, Frieden zu schließen. Also Russland hat ja gesagt, okay, wenn ihr keinen Frieden schließen wollt, ist schade, aber da verschlechtern sich für euch die Bedingungen. Wir setzen dann eben auf Sieg. Wenn ihr nicht bereit für einen Frieden seid, wir halten so einen langen Krieg länger durch, weil uns die Männer später ausgehen. Was ja auch logisch ist. Also Russland hat ein vielfach größeres Potenzial aus Bevölkerung, wo es immer neue Rekruten herbekommen kann, als die Ukraine. Und die demografische Situation in Russland ist zwar auch relativ schlecht, aber lange nicht so katastrophal wie in der Ukraine. Und entsprechend wird die Ukraine diesen Krieg allein schon aus demografischen Gründen verlieren, wenn er immer weitergeht. Also deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Russland da so kompromissbereit sein wird. Von Onani hat es gerade angesprochen, das Minsk-Abkommen. Da haben sowohl Merkel als auch Hollande als auch Poroschenko, also die drei westlichen Politiker, die daran beteiligt waren, mittlerweile bestätigt, dass dieses Abkommen nur dazu diente, um Russland hinzuhalten, um die Ukraine für einen künftigen großen Krieg aufzurüsten. Dass dieses Abkommen nie dazu gedacht war, um dauerhaften Frieden zu schließen. Dass die Ukraine nie vorhatte, sich ans Minsk-Abkommen zu halten. Also ja, finde ich es etwas naiv, da jetzt zu sagen, ja, das Minsk-Abkommen, das war doch so toll, warum kehren wir nicht dahin zurück? Nee, das wollte der Westen ja nicht. Und jetzt wird Russland nicht mehr dazu bereit sein, sich nochmal über den Tisch ziehen zu lassen. Gewissermaßen auch kulturell dominiert wird. So in Südtirol kann man weiter Deutsch sprechen. Man hat dort eine Autonomie, einen Schutz der Kultur, der ursprünglich deutschen Kultur in Südtirol, ohne aber zugleich aufzugeben, dass das Land heute zu Italien gehört. Das, so eine Lösung hatte Frau Merkel mit Minsk vorbereitet. Übrigens, der Herr Zelensky, Präsident der Ukraine, war in seinem Wahlkampf 2019, als er sich um das Präsidentenamt bewarb, der Meinung, dass das die richtige Lösung ist. Also der ist nicht so fern von diesen Ideen. Man hat sie ihm, ich glaube, auch auf Druck des Westens hat man sie ihm sozusagen genommen, diese Alternative. Wenn jetzt wirklich zum Beispiel der Plan, den Sarah Wagenknecht nennt, Diplomatie statt Waffen, Emissäre loszuschicken, die einfach versuchen, hinter den Kulissen etwas zu klären, wie realistisch ist sowas heutzutage überhaupt noch, wo wirklich im Internet jede Nachricht auftaucht, wo alles beobachtet wird? Also wie mutig muss man da Ihrer Meinung nach vorgehen, um jetzt wirklich mal ein paar neue Wege zu probieren und nicht die alten Wege, also die CDU will die Wehrpflicht wieder einführen, Pistorius setzt auf die Kriegsertüchtigung der Bundeswehr und ist einer neuen Wehrpflicht auch nicht abgeneigt. Das sind ja nicht die richtigen Debatten, um einen Krieg zu beenden, sondern sie gewöhnen die Menschen eher noch daran. Es gab sogar einen Vorschlag, glaube ich, aus der FDP, an den Schulen wieder über Krieg und über die Pflichten zu reden, die man hätte. Gäbe es einen, also welcher Meinung sind Sie dort? Was müsste man wirklich, welche mutigen Schritte müsste man wirklich gehen, um da mal etwas ins Laufen zu kriegen? Herr Kaiser, ich würde es nur nicht Mut nennen, sondern Selbstverständlichkeit und, wie Frau Wagenknecht sagt, Vernunft. Das ist einfach nur vernünftig, mit einem Kriegsgegner zu reden, um zu sehen, ob man in der Lage ist, den Krieg zu beenden. Dazu gehört kein Mut, dazu gehört, ich sage mal, eine gewisse politische Entschlossenheit und vielleicht
ein Stirnrunzeln in Washington gegenüber der deutschen Regierung in Berlin. Aber im Grunde genommen ist das für die Bundesregierung gar kein Problem. Die kann ihren Botschafter beauftragen, dass man mal ein Gespräch in dieser Richtung beginnt. Und dann kann der Bundeskanzler nach Moskau fahren. Und wenn dann die Amerikaner darüber, sage ich mal, sich... Also es ist unwahrscheinlich, dass man den in Russland ernst nimmt. Also Putin hat es doch schon gesagt, wenn über einen Frieden in der Ukraine verhandeln wird, dann wird nicht mit Kiew geredet, nicht mit erst recht nicht mit Berlin oder Paris, die, wie gesagt, in den Minsk-Verhandlungen schon betrogen haben, sondern da wird mit Washington geredet. Die USA bestimmen darüber, ob Frieden in der Ukraine herrscht oder Krieg. Also da die Entscheidung letztlich in Washington getroffen wird, kann man gleich mit den USA reden. Ich glaube, den würde man in Russland wahrscheinlich, also mal abgesehen davon, dass es solche Initiativen aus Deutschland mit dieser Regierung nicht geben wird, würde man den deutschen Botschafter in Russland wohl nicht sonderlich ernst nehmen, wenn da solche Initiativen kommen. Also Deutschland hat sich wirklich restlos diskreditiert als ein Land, was in einer Vermittlerrolle wäre. Erzürnen, da muss man den Amerikanern sagen, das tut uns furchtbar leid, ist aber unser Interesse. Und in unserem Interesse müssen wir das machen. Und wenn das Bündnis Wagenknecht heißt Vernunft und Gerechtigkeit, Vernunft und Gerechtigkeit, dann würde ich mal gucken, wie oft, ich weiß nicht, ob Sie das mal gemacht haben, Herr Kaiser, ich habe es noch nicht gemacht, wie oft kommt das Wort Vernunft in anderen Parteiprogrammen vor? Ich vermute, überhaupt nicht. Das Wort ist nicht mehr en vogue. Das ist nicht mehr en vogue. Und es ist natürlich auch ein Wort, das sehr, sehr viel impliziert, was sehr auch dazu beiträgt, dass man ein bisschen nachdenken muss. Ich würde fast sagen, Vernunft sollte eine Selbstverständlichkeit in der Politik sein. Dass man auch ein bisschen versucht, Unterschiede herauszuarbeiten. Diese Arbeit macht sich wahrscheinlich keiner mehr. Ich finde es so unglaublich spannend, dass Sie, als Sie ganz jung waren, Sie sind ja 1928 geboren, da waren Sie ein kleiner Junge oder sagen wir mal 15, 16, da sind Sie ja nochmal eingezogen worden in den Krieg und sind dann ganz kurz in kanadische Gefangenschaft geraten und haben sich dann mit einem Freund auf die Suche nach Ihrem Vater gemacht. Das heißt, Sie haben eine Geschichte selbst erlebt, die was mit Krieg, Vertreibung, Ängsten, Verlusten und so weiter zu tun hatte. Was hat das damals mit Ihnen gemacht, als Sie so jung waren und Ihren Papi gesucht haben und wie wirkt das bis heute nach? Ja, ich konnte meinen Vater ja gar nicht wirklich suchen. Der war ja im KZ Sachsenhausen und wurde ja auch dort ermordet. Also da konnte ich ja auch gar nicht hin zu diesem Zeitpunkt. Aber ich konnte, und das habe ich auch getan natürlich, insbesondere nachdem wir wussten, dass mein Vater ermordet worden war, das wussten wir ziemlich sicher dann im November 1945, vorher ja nicht. Da wurde immer berichtet, er sei von den Russen mitgenommen worden, weil er so viel wusste und so gut informiert war und so weiter. Also das die ganze Abwicklung nach dem November 1945, das ganze Leben dann, das war natürlich auch sehr stark bei mir bestimmt und auch bei uns Kindern. Wir waren ja eine ältere Schwester und mein jüngerer Bruder, der Dirigent. Wir haben ja sozusagen damals den Versuch gemacht zu überleben. Ja, unter diesen schwierigen Umständen zu überleben. Aber die Suche nach unserem Vater hat uns natürlich ein Leben lang beschäftigt. Und noch heute beschäftigten mich diese Daten. 5. April, Verhaftung meiner Eltern. 9. April, Ermordung meines Vaters und Ermordung seines Schwagers Dietrich Bonhoeffer. Diese Daten sind bei mir immer wieder aktuell sozusagen. Und die kann ich auch nicht unterdrücken, wenn sie dann auf dem Kalender erscheinen. Wenn Sie dann diese Entwicklung beobachten, die auch häufig so leichtfüßig daherkommt, ja, man muss da einfach die Russen in die Schranken weisen und so weiter. Sie sind in Potsdam aufgewachsen, in Sacrow. Ich bin auch in Potsdam aufgewachsen. Wir wussten also so ein bisschen, was es bedeutet, wenn die Russen da sind. Wir sind auch ein bisschen, Sie sind natürlich viel längerer Zeitzeuge als ich, weil ich jünger bin als Sie, aber wenn Sie heute noch mal nach Potsdam fahren, wenn Sie nach Sacrow gehen, wenn Sie das so alles beobachten, wie sich das entwickelt hat, 75 Jahre Grundgesetz, 35 Jahre Mauerfall, es sind ja sehr viele demokratische Ereignisse, fanden ja bislang statt, aber jetzt hat man das Gefühl, es ist eine Konzentration auf etwas ganz Unheimliches, wie ich finde, was ganz Unheimliches.
Und dann haben Sie diese eigene Geschichte. Was macht das mit Ihnen? Was denken Sie darüber? Sagen Sie dann, die haben nichts gelernt? Oder was ist eigentlich mit den Idioten los dort in Berlin? Na, Idioten würde ich sie nicht nennen. Sie sind in einer schwierigen Lage, auch insbesondere deswegen, weil natürlich der Druck aus den USA, sich konform zu verhalten, groß ist. Und deswegen hat ja ein französischer Finanzminister und dann Ministerpräsident einmal gesagt, wir seien nur noch Vasallen der Amerikaner. Wir sind natürlich hörig, das ist völlig richtig. Und es trauen sich wenige, wirklich ihre eigene Meinung gegenüber den USA zu vertreten. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und ich frage zum Beispiel, in diesen Tagen haben die USA eine sehr scharfe Konsequenz in der Zollpolitik gegenüber China gezogen. Ich bin nicht sicher, ob wir überhaupt gefragt worden sind. Ob wir überhaupt, das war eine sehr dramatische Entscheidung, so dass die Financial Times zum Beispiel sagt, die USA ziehen jetzt die Zugbrücke hoch. Also jetzt sind sie endgültig eingemauert, die USA. Aber haben wir dabei ein Mitbestimmungsrecht gehabt? Hat man uns überhaupt gefragt? Natürlich nicht. Man hat wahrscheinlich nicht mal vorher informiert. Und ich finde diese Lage, dass wir eigentlich, man sieht das ja auch, wenn bei uns jetzt über die Frage, wer wird Präsident in den USA geredet wird. Ich meine, dass wir so abhängig davon sind, welche 10.000, 30.000, 50.000 Stimmen für den einen oder den anderen in entscheidenden Wahlbezirken abgegeben werden und dann hinterher das Ganze sozusagen fressen müssen, weil wir die Folgen davon zu tragen haben. Das ist doch eine unmögliche Situation. Und ich finde, dass Frau Wagenknecht in der Beziehung völlig recht hat. Sie vertritt sozusagen die deutschen Interessen und sie hat ein Gefühl dafür, was unsere Interessen sein können in dieser Lage. Und die müssen eben auch dann artikuliert und soweit das geht auch durchgesetzt werden. Also es geht eben um die einfache Feststellung, ein Land, das von uns über 6.000 Wasserkilometer entfernt ist wie die USA, das kann gar nicht dieselben Friedensinteressen haben wie wir. Das können die USA gar nicht haben. Die USA führen auch jetzt ja auf eine sehr lockere Weise einen Krieg in der Ukraine, der ja sehr viele tote Ukrainer und auch tote Russen als Folge hat. Und wer ist denn am Ende bereit, sozusagen da mal reinzugehen und zu sagen, wer ist hier eigentlich woran interessiert? Und da finde ich Frau Wagenknecht eben in einer Weise fortschrittlich, dass sie mal nach den Interessen fragt. Und wenn sie die Interessen dann definiert, sagt, das ist nicht unser Interesse, was hier von Seiten der USA, also der Führungsmacht des Westens, gegenwärtig unternommen wird. Das ist sehr wichtiger Punkt. Es geht in der Politik immer um Interessen und nie um Moral oder Werte. Das sollte man an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Aber ja, wenn man sich klar macht, dann ist man anfällig für wirklich jede Propaganda. Das finde ich die entscheidende Frage. Und da komme ich dann zu dem Punkt Vernunft. Es ist unvernünftig, absolut unvernünftig, sich in die Hände einer anderen Macht zu begeben, die so weit entfernt ist, und die bei ihren Entscheidungen überhaupt nicht berücksichtigen wird, was das hier bedeutet. Es gibt ja den Begriff des Appeasements, der Appeasement-Politik. Man betrachtet etwas, man beschwichtigt und sagt, es wird schon alles gut werden. Das geht ja auf Chamberlain zurück, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch. Und Churchill hat ja versucht, das, hoffentlich verhebe ich mich jetzt nicht, aber hat ja versucht, klare Linie zu machen und zu sagen, die Deutschen zu identifizieren als den Feind Britanniens. Als Sie dieses Buch Nationale Interessen geschrieben haben, habe ich dort eine Passage drin gefunden, wo Sie auch nicht unbedingt Wladimir Putin als Feind Europas identifiziert haben oder als Feind der Ukrainer, weil Sie haben gesagt, Sie haben selber so viele ethnische Bevölkerungen, die tun sich nicht noch die ukrainischen Nationalisten an. Und trotzdem hat er es ja dann durchgezogen. Was denken Sie, wie wichtig ist es aber auch, sich irren zu dürfen geopolitisch, auch sagen zu können, okay, habe ich dann doch nicht bis zum Ende durchschaut? Also ich kann nicht in Putins Gehirn schauen.
Ich weiß nicht, das habe ich auch ausdrücklich geschrieben. Ich kann ihn natürlich nur von außen her versuchen zu verstehen. Und ich glaube, dass es aus russischer Sicht eine nahezu unerträgliche Situation ist, wenn amerikanische Truppen unmittelbar an der russischen Grenze patrouillieren können oder dort auch Flugabwehrgeräte aufstellen können und so weiter. Und das war das Problem von Russland. Aus russischer Sicht war das Vorrücken der Ukraine als NATO-Mitglied an die Grenze von Russland war ein Problem, was viele ja auch so verstanden haben. Also ich nenne mal den berühmten Zbigniew Brzezinski, der ja der vielleicht bedeutendste Geostratege in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war, auf der Seite der USA. Und der hatte ja 1997 in seinem Buch geschrieben, ja, die Ukraine sollte in die NATO. Und dann im Jahr 2014 in der New York Times und dann im Jahr 2015, also lange bevor der Krieg begann, in der deutschen Zeitung Die Welt, hat Brzezinski geschrieben, wir dürfen das mit der Ukraine in der NATO nicht weiter verfolgen, denn wenn wir das tun, wird es Krieg geben. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Dann wird es Krieg geben. Das heißt, es war vorhersehbar, dass die Russen sich am Ende das nicht gefallen lassen würden. Und auch der heutige Chef des CIA, William Burns, hat in seinem Buch 2019 über seine Zeit als Botschafter in Moskau, hat er geschrieben, wir dürfen diese Linie hellroter russischer Interessen nicht überschreiten. Und wir haben es trotzdem getan. Und ich bin deswegen immer noch in meinem Innern zerrissen, indem ich denke, vielleicht passt dieser Krieg sehr gut in die amerikanische Strategie. Kann durchaus sein. Allerdings ist es ein großer Fehler, nicht nur, weil es ein Krieg ist, sondern es ist auch ein Fehler, weil es Russland und China zusammenschmiedet. Und das ist doch wirklich eine Entwicklung. In Ihrem Buch die Rohstoffinteressen der Amerikaner, die Russen von den Rohstoffen und von den Märkten abzuschneiden? Ja, das ist doch sehr interessant. Also die USA, also hier hat von Onani natürlich völlig recht. Es ist ein großer Fehler, nicht weil das ganze militärisch in der Ukraine langsam nach hinten losgeht. Damit war ja von Anfang an schon. Es ist eher ja, erstaunlich zu sehen, wie schlecht sich Russland da militärisch vor allem zu Beginn des Krieges geschlagen hat. Wie gut die Ukraine sich da verteidigen konnte. Aber dass der Wirtschaftskrieg gegen Russland auf ganzer Linie gescheitert ist, das ist doch interessant. Also wir haben zu Beginn das gesehen, was man erwarten konnte, wenn der Westen so heftige Sanktionen gegen irgendein Land verhängt. Der Wechselkurs des Rubels ist erstmal kollabiert, die Inflation ist in die Höhe geschossen, die russischen Exporte sind eingebrochen, die Importe sind eingebrochen, es gab Knappheit an bestimmten Technologiegütern, die Preise sind extrem nach oben gegangen. Also es war eine große Unsicherheit und es sah so aus, als würde Russland in eine Wirtschaftskrise stürzen. Aber nach wenigen Wochen hat sich der Wechselkurs des Rubel wieder gefangen, die Inflation ist wieder nach unten gegangen. Russland hat die Technologieprodukte, die es aus dem Westen nicht mehr bekommen hat, aus anderen Weltregionen substituiert. Er hat seine Rohstoffe woanders hingeliefert. Mittlerweile ist Russland wirtschaftlich stärker als zu Kriegsbeginn. In Russland, da wächst nicht nur die Rüstungsindustrie, da wachsen auch die zivilen Sektoren. Die Realeinkommen, die Masseneinkommen wachsen. Die russische Bevölkerung wird jeden Monat reicher. Also das ist ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum, was Russland da gerade hinlegt. Also der westliche Wirtschaftskrieg ist auf ganze Linie gescheitert. Also jedenfalls aus europäischer Sicht. Aus amerikanischer Sicht sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Also unterm Strich verliert bei diesem Wirtschaftskrieg die EU und China und die USA gewinnen. Russland verliert natürlich auch ein bisschen, aber viel weniger, womit man am Anfang rechnen konnte. Also Hauptverlierer ist tatsächlich die EU. Hauptverlierer sind wir Europäer, Hauptverlierer sind vor allem wir Deutschen, da unser Land deindustrialisiert wird. Also deswegen hat von Onani das jetzt Fehler bezeichnet, weil der Westen sich hier vor allem wirtschaftlich vollkommen verkalkuliert hat. Man hat gesehen, wie man in Ländern wie dem Iran, in Venezuela, Nicaragua, wo man überall durch Wirtschaftssanktionen schwere Wirtschaftskrisen auslösen konnte, oder Syrien, Afghanistan, sucht euch das Land aus, da konnte man sogar Hungersnöte auslösen, einfach durch Wirtschaftsblockaden. Russland ist jetzt ein anderes Kaliber. Russland hat sich verhältnismäßig gut auf die Sanktionen vorbereitet. Russland ist ein großer Rohstoffexporteur und entsprechend konnten diese Wirtschaftssanktionen Russland relativ wenig anhaben. Das ist sehr, sehr interessant.
Quatsch. Nein, da schreibt es gerade einer im Chat, Russland, da floriere nur die Kriegswirtschaft, völliger Bullshit. Der Immobiliensektor floriert in Russland. Wie gesagt, der Bevölkerung steigt. Die Russen werden von Monat zu Monat immer reicher. Die können sich von ihrem Einkommen real mehr kaufen. Nicht wie wir hier in Europa, wo unsere Realeinkommen 2022 enorm eingebrochen sind. In Russland sind die Realeinkommen deutlich gestiegen. Die Menschen dort, denen geht es immer besser mit jedem Tag. Also die, die jetzt nicht eingezogen wurden und da an der Front sterben müssen, sondern die normalen Menschen in Russland, denen geht es tatsächlich besser. Also wird, wie gesagt, das ändert nichts daran, dass dieser Krieg schrecklich ist und dass da viele Menschen sterben. Aber wenn man sich wirklich die Realeinkommen ansieht, dann ist die Entwicklung in Russland besser als in der EU. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Statistik. Schaut euch das gerne an. Die russische Wirtschaft ist, wie gesagt, zu Kriegsbeginn stark eingebrochen, aber hat sich dann sehr, sehr stark erholt und ist mittlerweile auf einem Wachstumskurs, von dem wir hier nur träumen können. Ich weiß gar nicht, ob das in Ihrem Buch war. Ja. Auch als Grund dafür, das so laufen zu lassen. Ja, die USA haben ja eine Reihe von bedeutenden Beratungsinstitutionen. Und die vielleicht wichtigste unmittelbar für die Regierung ist die sogenannte RAND Corporation in Kalifornien. Und die RAND Corporation hat im Jahre, glaube ich, 2017 einen Bericht geschrieben, wenn man Russland auf die Knie zwingen will, dann muss man Russland aus dem Energiemarkt vertreiben. Das ist nach meiner Meinung ein Hinweis darauf, was möglicherweise als Geostrategie hinter der amerikanischen Politik steht, also der Russland-Politik. Im Übrigen, wissen Sie, Herr Kalb... Das hatten wir ja schon bei Antispiegel TV des Häufigeren gehört. Die amerikanische Außenpolitik wird zu einem guten Teil bei RAND und beim Council on Foreign Relations gemacht. Also wenn man sehen will, was die USA bald machen werden, die Papiere von RAND von vor ein paar Jahren ansehen. Also das hat Thomas Röper in dem Bericht, den wir uns angesehen hatten, ja tatsächlich gemacht. Und überall dort, wo RAND geschrieben hat, da sollten wir eskalieren, da haben die USA dann eskaliert. Beispielsweise in der Ukraine, beispielsweise in Aserbaidschan. Das ist sehr, sehr interessant. Also, wenn man in einem Unternehmen oder sonst im Leben versucht, das Verhalten von Menschen zu beurteilen, dann kommt man ja nicht darum herum, auch darüber zu reden, was ist denn für ein Erfolg eingetreten. Ich finde, eine Politik der USA, die Verhandlungen mit Russland im Dezember 2021 und im Frühjahr 2022 verhindert hat. Eine solche Politik, die dann damit endet, dass man heute eine Achse zwischen Moskau und Peking hat, die ist eigentlich aus meiner Sicht schon zu verurteilen, weil sie ein solcher Fehler ist. Wie kann man es ein Interesse darin haben, dass eine Macht wie Russland, die an Europa gebunden war, heute sozusagen zu einer Achse, zu einem Partner von China geworden ist. Das ist ein solcher Fehler, der da gemacht worden ist. Eine solche Fehlkalkulation, dass alleine dafür der NATO-Generalsekretär aus meiner Sicht spätestens gestern Abend hätte entlassen werden müssen. Und man hat ja auch gesehen an dem Besuch von Kanzler Scholz in Peking, dass im Grunde genommen die Chinesen gar keinen großen... Nicht nur der NATO-Generalsekretär, sondern auch die EU-Kommissionspräsidenten. Dieser Wirtschaftskrieg wird auf EU-Ebene geführt. Ohne die EU wäre das nicht denkbar. Also von der Leyen müsste gleich jetzt nichts. Aber die bekommt ja noch eine neue Amtszeit. Und ja, da wir durch die Europawahl nur marginalen Einfluss darauf haben, wer der nächste EU-Kommissionspräsident wird, ist zu befürchten, dass wir bald 5 weitere Jahre von der Leyen und völlig irren Wirtschaftskrieg gegen Russland ertragen werden müssen. Das Interesse an den Deutschen haben. Ich würde ganz gerne nochmal zu einem anderen Thema kommen. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Also jetzt schreibt es schon wieder nochmal. Die Realeinkommen der Bevölkerung sind gestiegen. Was ist daran nicht zu verstehen? Die Reallöhne, nicht das BIP. Also nicht die Gesamtlöhne der russischen Wirtschaft ist gestiegen. Also die ist auch gestiegen, ja. Aber wirklich das reale Einkommen. Also das, was die Russen beim Einkauf im Supermarkt ausgeben können, das ist gestiegen. Die Russen sind, also die Entwicklung der Reallöhne, die Steigerung der Reallöhne, die ist wesentlich stärker als hier in Europa, geschweige denn in Deutschland. Also Deutschland sieht es ja ganz katastrophal aus. Schaut euch einfach nur die Entwicklung der russischen Reallöhne an. Ich google das gleich nochmal. Also das ist ja wirklich, wirklich albern. Also
Sie sind ja ein Mensch, der schon also sozusagen als Urgestein der SPD gilt. Das heißt, dass 75 Jahre Grundgesetz sind für Sie fast das gesamte Leben. Und innerhalb dieser Entwicklung dieses Grundgesetzes bis heute erleben wir ja gerade ganz aktuell den Krieg in Europa, eine Energiekrise, Migration, Klimawandel, Corona und so weiter. Vieles scheint ja nicht nacheinander zu passieren, sondern ist ja miteinander verwoben. Das bedeutet, die Menschen fragen sich möglicherweise. So, also sorry, dass das jetzt so ein bisschen durcheinander ist, aber da hatte gerade wer im Chat gefragt. Hier seht ihr die Steigerung der russischen Reallöhne im Vergleich zum Monat, wenn ich das hier richtig entziffere. Russland, ist das jetzt das Reallohnwachstum? Ich will euch nichts Falsches erzählen. Ja, das ist das Reallohnwachstum, wenn ich das richtig sehe. Wir können gerne mal ein bisschen rauszoomen. Das müsste, ja, das ist hier 2022 eingebrochen. Also die russischen Reallöhne, die wachsen stabil über ja ein Jahr hinweg jetzt schon mit einer Rate von ungefähr 10%. Das ist völlig irre. Sowas können wir uns bei uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Ich zeige euch mal die Zahlen für Deutschland. Also in Deutschland sind die Reallöhne tatsächlich 2024 im ersten Quartal um 4% gestiegen. Das liegt daran, dass die Gewerkschaften hohe Tarifabschlüsse erzielt hatten. Ich blende mal den Nominallohnindex und den Verbraucherpreisindex aus. Hier seht ihr die Steigerung der Reallöhne in Deutschland. Ich blende mal den Verbraucherpreisindex aus. So, hier seht ihr die Steigerung der Reallöhne in Deutschland. Die sind Anfang 2024 im Vorjahresvergleich tatsächlich stark gestiegen. Schaut mal, was im Vorjahr passiert ist. 2023, da sind sie um 2% eingebrochen und 2022, da sind sie auch schon leicht eingebrochen. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal das Niveau wieder aufgeholt, was wir Anfang 2022 hier hatten. Also wenn das hier jetzt Index auftragen würde. Also wir haben gerade mal die Verluste wieder reingeholt, die wir seit 2022 hatten. Mal schauen, ob es so weitergeht. Ich würde ja sagen, das Reallohnwachstum wird sich wieder abschwächen, einfach weil die Gewerkschaften nicht die Verhandlungsmacht haben, angesichts der sich immer weiter verschlechternden Situation im Arbeitsmarkt, angesichts der immer weiter steigenden Arbeitslosigkeit, die wir in Deutschland haben. Also ich würde mal sagen, der Trend wird nicht so weitergehen. Also das ist jetzt, wie gesagt, wir haben, wenn überhaupt, gerade mal die Verluste wieder reingeholt, die wir im Jahr 2022 hatten, wo die Reallöhne wirklich stark eingebrochen sind. Jetzt schaut euch das im Vergleich dazu in Russland an. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier im März 2022 sind die Reallöhne um 4% gestiegen. Danach starker Einbruch. Alles hier im Vorjahresvergleich. Jetzt gucken wir März 2023. Hier hatte Russland den Einbruch hier schon wieder reingeholt. Also März 2023 waren sie schon 2,7% über dem Niveau von 2022, wo sie auch schon gestiegen sind. Also innerhalb eines Jahres wirklich nicht nur den Einbruch aufgeholt, sondern Russland stand im März 2023 schon besser da als im März 2022. Ich hoffe, ihr versteht das hier alles, Vergleich zum Vorjahresmonat. Also ihr müsst hier immer, also in Deutschland hatten wir gerade die Quartale, hier haben wir jetzt Vorjahresmonate, ist jetzt nicht 1:1, wie gesagt, ich habe es ja gerade rausgegoogelt. Ich hoffe, ihr versteht die Statistik. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht noch mal extra erklären. Und jetzt schauen wir noch mal ein Jahr später, wie gesagt, im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt, okay, hier haben wir jetzt Februar, wir haben März 2024 haben wir noch nicht. Okay, Februar 2023, 2%. Also im Februar 2023 war das Reallohnniveau in Russland 2% höher als 2022. Und jetzt ist es fast 11% höher als vor einem Jahr. Also das sind wirklich irre Steigerungsraten, die wir hier in Russland sehen. Also inwieweit Russland in der Lage sein wird, das dauerhaft aufrechtzuerhalten, das ist auch fraglich. Wir können ja mal in der Vergangenheit gucken. In der Vergangenheit sind solche hohen Steigerungsraten relativ schnell wieder eingebrochen, eben weil die Inflation danach oben gegangen ist, die russische Zentralbank die Zinsen angehoben hat, die russische Wirtschaft von ihren Produktivitätssteigerungsraten einfach langfristig nicht so ein Lohnwachstum hergegeben hat. Aber das ist doch sehr erstaunlich, dass man in so einem Wirtschaftskrieg, in so einer Situation, wo jedes andere Land, was mit so einem Boykott, mit solchen Sanktionen überzogen worden wäre, eine schwere Wirtschaftskrise hätte, dass man da solche Reallohnsteigerungen hinkriegt. Also es ist wirklich krass, wie gut sich Russland hier schlägt. Und wie gesagt, das hier ist die Kaufkraft der normalen russischen Bevölkerung. Das hier ist nicht Kriegswirtschaft. Das hier ist wirklich das, was sich der normale Russe im Supermarkt dann mehr damit kaufen kann. 10% mehr als vor einem Jahr, 12% mehr als vor 2 Jahren. Oder 11% mehr als vor einem Jahr, 13% mehr als vor 2 Jahren.
Also den Russen, die haben 10% höheres Realeinkommen, mehr als 10% höheres Realeinkommen als vor Kriegsbeginn. Es ist völlig irre, wenn man das mit den Zahlen in Deutschland vergleicht. Also das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie krass der Westen in diesem Wirtschaftskrieg gescheitert ist. Also das war jetzt nur, wie gesagt, eine Statistik, die ich rausgesucht habe. Ihr könnt euch, wie gesagt, die zivilen Sektoren einzeln ansehen. Der Wohnungsbau in Russland, ich hatte schon gesagt, der boomt. Der Wohnungsbau in Deutschland, der kollabiert gerade. Also wir haben einbuchte Neuanträge auf Wohnungsbau in Deutschland um ein Drittel. Also es ist eine einzige Katastrophe, was in diesem Land hier abgeht. Und in Russland, da läuft es super. Wohnungsbau ist jetzt nicht militärische Infrastruktur oder so. Wohnungsbau, wirklich ziviler Wohnungsbau. Das ist wirklich krass, wie stark. Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein nicht westliches Land in so einem Wirtschaftskrieg so stark den Westen outperformt, beziehungsweise die EU outperformt, wie Russland das gerade tut. Also das ist ein gigantisches Scheitern und eine riesige globale Machtverschiebung, die wir hier gerade sehen, die man gar nicht überbewerten kann. Also, wie sieht denn eigentlich mein Leben in der Zukunft aus? Und gibt es darauf Ihrer Meinung nach einfache Antworten? Nein, darauf gibt es keine einfachen Antworten, weil die Antworten auch nicht schön sein werden. Der wirklich wichtige Punkt und die wirkliche Gefahr liegt ja nicht von, kommt ja nicht von Russland und auch nicht von China. Die kommt vom Klimawandel und von dem mit dem Klimawandel verbundenen Problem. Wenn Berlin heute feststellt, dass seine Seen, die so wichtig sind für diese Stadt, vermutlich alle austrocknen werden, wenn wir in manchen großen Städten heute uns Sorgen machen müssen, ob wir noch Wasser in Zukunft haben werden. Wenn man diese Hitzewellen sieht und die Folgen, die diese Hitzewellen auch für die Bevölkerung haben, wenn man dann die Migrationsfolgen sieht, die aus Afrika auf uns zukommen werden, dann sieht man, dass wir ganz andere Probleme haben als Russland und China. Unser Hauptproblem ist natürlich als Gefahr der Klimawandel. Und da tun wir zu wenig. So, und nun tut ja der Populismus so, als gäbe es klare, erfolgreiche und eindeutige Antworten und Haltungen. Und tatsächlich sehnen sich ja offensichtlich viele Menschen danach. Nach diesen führerhaften, autoritären Modellen. Und ist diese Sehnsucht besser als eine freiheitliche Demokratie? Hat es Nein, tatsächlich auch natürlich. einen Sinn, dass die Nein, Populisten so viel natürlich Erfolg nicht. haben? Weil Sie sehen ja, dass die Länder, die autoritär regiert werden, da in keiner Weise besser fahren, sondern im Gegenteil, da kaum in der Lage sind, mit den Veränderungen des Klimawandels überhaupt fertig zu werden. Wie sind denn diese Länder zum Beispiel mit der Pandemie fertig geworden im Vergleich zu der Demokratie in Europa? Also das, glaube ich, kann man leicht und muss man immer wieder widerlegen. Aber wir haben natürlich ein Bedürfnis bei den Menschen, Klarheit zu bekommen. Was ist denn jetzt möglich und was ist denn jetzt wichtig? Und ich finde, da hat die Ampel auch große Fehler gemacht. Denn man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und das ist ja auch etwas, was Frau Wagenknecht immer wieder betont. Man muss eben zum Beispiel die Industrie bewahren, auch dann, wenn es zunächst da mehr Gas verbraucht werden muss oder wenn da die alternativen Energien, die erneuerbaren Energien noch nicht zur Verfügung stehen. Dann muss man da eben, um die Industrie zu erhalten, auch Kompromisse in der Frage des Klimawandels machen. Also in anderen Worten, wir müssten viel klarere Prioritäten bilden. Was die Ampel als zentralen Fehler aus meiner Sicht gemacht hat, das war zu Beginn mit einer bunten Wiese von Wünschen, die die Parteien, die drei verschiedenen Parteien aufgeschrieben hatten, und dann das alles mehr oder weniger gleichzeitig anzufangen. Das hat die Ampel auch dazu gebracht, dass die Leute ihr nicht mehr wirklich trauen. Die Ampel hätte und muss noch heute Prioritäten bilden und sagen, das können wir heute, das können wir erst morgen und jenes können wir erst übermorgen und das können wir vielleicht überhaupt nicht, sondern da müssen wir uns auf eine andere Weise schützen. Also diese Art von Deutlichkeit, die fehlt den Leuten. Warum gibt es den Hang dieser Ampelregierung, so vieles zu verordnen, als darauf zu setzen, dass die Menschen selbst auf den Trichter kommen? Warum muss es eine E-Auto gegen Verbrennerauto-Debatte geben, die teils ja schon ideologisch geführt wird? Also warum ist die politische Meinungsbildung zunehmend so ideologiebesessen und nicht mehr sachgetrieben, wo man einfach sagt, Leute, denkt mal drüber nach,
bildet euch eure Meinung und dann entscheidet. Herr Kaiser, ich finde nicht, dass die Debatte über E-Autos oder Nicht-E-Autos eine ideologische ist. Wir müssen in der Tat dafür sorgen, wir sehen, dass der Verkehr und das Wohnen die Hauptbeiträge leisten, gegenwärtig für den Klimawandel. Das heißt, wir heizen zu viel und haben zu wenig sozusagen erneuerbare Heizungsmöglichkeiten und wir fahren immer noch zu viel Auto mit Diesel oder mit Benzin oder wie auch immer. Also in anderen Worten, ich glaube nicht, dass das ideologisch ist. Ich glaube, das muss man wirklich den Leuten auch auf die eine oder die andere Weise vorschreiben, dass das eben nicht immer weiter so gehen kann. Da bin ich anderer Meinung. Also ich finde, es ist schon richtig, dass man sagt, wir brauchen ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen wir dazu übergehen, E-Autos zu haben in Deutschland und nicht mehr Verbrennerautos, weil wir heute wissen, dass der Verkehr einen wesentlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. Allerdings muss man das natürlich auch mit Rücksicht auf die übrige Welt tun. Und wenn die Amerikaner gleichzeitig sich gar nicht genug Öl pumpen können und gar nicht genug große Autos verkaufen können, dann ist das vielleicht etwas, was man dann mal offen mit den USA diskutieren müsste und nicht nur im Kreise, sage ich mal, von so Konferenzen wie Paris oder Kopenhagen oder was auch immer, sondern auch mal bilateral mit ihnen aufnehmen und sagen, ihr macht hier Sachen, die uns nicht gefallen. Aber diesen Mut mit dem amerikanischen Partner, ein offenes Wort zu wechseln und zu sagen, ihr macht große Fehler und so wie die Amerikaner uns sagen, ihr habt nicht genug aufgerüstet, sollten wir den Amerikanern, hört mal, was der Biden jetzt da wieder mit der Offenheit und insbesondere der Trump mit der Offenheit gegenüber dem Erzeugen von Öl für alle möglichen Zwecke, sage ich mal, auch der Wahlen. Der Trump hat ja offenbar die ganze Ölindustrie mal zu sich da auf sein komisches Scooter in Florida geladen und hat denen gesagt, also wenn ich dran bin, dann könnt ihr so viel Öl pumpen, wie ihr wollt. Darüber müssten wir viel offener mit den Amerikanern reden. Die reden mit uns und sagen, hört mal, ihr müsst da mehr ausgeben und da und jenes und so weiter. Und wir sollten denen sagen, also ihr macht die und die Fehler. Ich glaube, dass übrigens dann auch die AfD schneller verschwinden würde, weil die Leute haben das Gefühl, dass wir uns immer ducken. Und das ist keine Empfehlung. Die AfD wird nicht verschwinden. Also wir werden nicht zurück ins bundesrepublikanische Parteiensystem kommen. Die AfD wird bleiben und sie wird sehr wahrscheinlich stärker werden. Und da nicht davon auszugehen ist, dass diese katastrophale Politik geändert wird, wird die AfD mit einiger Wahrscheinlichkeit stärkste Kraft in diesem Land werden. Also wir sehen in den ostdeutschen Bundesländern schon zumindest parteipolitisch wahrscheinlich unsere eigene Zukunft. Also für Gesamtdeutschland. Also diese Aussicht, ja, die Bundesregierung muss bessere Politik machen, dann wird die AfD verschwinden. Na, es wird den Aufstieg der AfD abbremsen. Es wird sie vielleicht temporär schwächen, aber sie wird nicht verschwinden. Für die deutsche Politik. Fällt mir aber auch noch ein bei Ihrer Argumentation, E-Auto gegen Verbrenner oder umweltfreundlichere Heizungen, das kostet ja alles richtig viel Geld. Und wir haben ja doch einen relativ großen Teil der Bevölkerung, die sich das niemals können leisten oder die sich das niemals leisten könnten, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Also müsste man ja da schon auch ein paar Modelle haben, wie eben halt auch sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt werden kann. Aber ich finde, es ist ja nicht nur das. Es ist ein Kulturkampf in der Sprache, in den Geschlechtern, der stattfindet. Klimawandel gegen Klimaleugner, E-Auto gegen Verbrenner, sagte ich schon. Also diese Links-Rechts-Muster, taugt das noch für die Diskussion? Taugt Nein, das wirklich noch, das dass taugt wir zu nicht sagen, mehr. Es ist das, doch überkommen, das oder? Das taugt nicht mehr und dann komme ich auf die Frau Wagenknecht zurück. Was taugt, ist die Vernunft. Das heißt, man muss sehen, was kann funktionieren, was geht in welcher Zeit, wie teuer ist das, können wir das überhaupt uns noch leisten und so weiter. Und deswegen finde ich eben diese Mischung in dem Wagenknecht-Konzept, in dem es ja dann heißt Vernunft und Gerechtigkeit. Dieses Konzept ist bestechend, finde ich, und wird viele Leute auch dazu bewegen, Frau Wagenknecht zu wählen. Davon gehe ich mal aus.
Das ist aber eine schöne Wahlempfehlung. Ich habe noch eine allerletzte Frage, da sind wir auch schon um mit der Zeit leider. Und Onani muss sich ja keine Sorgen mehr machen, dass er Probleme mit der SPD bekommt. Ich glaube, der ist so alt, dem kann das egal sein. Viele junge Menschen beziehen ja. Beziehungsweise ihm war es ja schon in den letzten 2 Jahren immer egal, was seine Partei dazu sagt. Er hat sich ja, wie gesagt, zum Ukraine-Krieg schon seit Beginn, schon 2022, kurz nach Kriegsausbruch, hat er sich zur westlichen Position geäußert. Also das muss man ihm wirklich anrechnen. Ihre Meinungsbildung aus sozialen Netzwerken. Das heißt also, kurze Videos sollen Ihnen die Welt erklären. Und teils sind diese Netzwerke wie TikTok, Instagram und so weiter ja auch von rechten, sehr geschickten Ideologen unterwandert. Was raten Sie den jungen Menschen heutzutage? Wonach sollen sie sich richten? Woher sollen sie ihre Meinung? Die Frage ist ja schon jetzt so ein bisschen manipulativ. Die sind nicht unterwandert, die Rechten machen da einfach Werbung für sich. Das sollte das BSW auch machen. Also wenn die Rechten so geschickte Ideologen, wir geschicktere Ideologen werden. Also das BSW sollte auch viel mehr Shorts-Inhalte verbreiten. Also da kann man doch bestimmt mal ein paar Praktikanten abstellen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, um aus solchen Interviews hier beispielsweise, um aus den Reden von Sarah Wagenknecht so Shorts zu machen, und dann veröffentlicht man so jeden Tag 20, 30 Shorts. Und dann auf allen Kanälen, Instagram, YouTube und TikTok vor allem. Das müsste doch eigentlich gehen. Also das BSW muss da stärker werden und sich nicht darüber beschweren, dass die Rechten da besser sind. Ich glaube, also von Onani jetzt in allen Ehren, wie gesagt, ist ein guter Mann, haben wir auch gerade in dem Interview gehört, hat sehr viele sinnvolle Sachen gesagt. Ich glaube nicht, dass die meisten Jungen sich ihr, ja, bei Social Media Ratschlägen auf Ratschläge von einem über 90-jährigen SPD-Politiker hören. Also wie gesagt, guter Mann, aber ich glaube nicht, dass das jetzt viel bringt, sich von ihm hier Ratschläge geben zu lassen. Beziehen und wie sollen Sie Ihre Meinung bilden? Was wäre also Ihr Ratschlag als Elder Statesman sozusagen der Politik? Ja, das ist eine schöne Frage, aber ich kann sie nicht wirklich beantworten. Danke, danke. Ich wollte gerade sagen, egal was er jetzt sagt, wird eh keiner drauf. Das ist eine ehrliche Antwort, danke. Ich davon ausgehe, dass eben das Handy oder das Smartphone ist eben ein sehr gefährliches Instrument in unserer Gesellschaft geworden. Sie können alles organisieren, sie können sogar Verbrecher können das nutzen für ihre Strategien und so weiter. Also ich finde, der wahrscheinlich bedeutendste Medienforscher des vergangenen Jahrhunderts, Marshall McLuhan, hat mal geschrieben, dass wenn man eine grundsätzliche Veränderung im Kommunikationssystem schafft, dann infiziert man damit die ganze Gesellschaft. Und das ist passiert. Das heißt, das Handy oder Smartphone ist eine Erfindung, die die ganze Gesellschaft verändert. Und mit dieser Veränderung haben wir uns nach meiner Meinung nur zum Teil wirklich auseinandergesetzt. Es gibt ja neue Studien über diese Fragen, aber man kann es im Grunde genommen, man kann es ja nicht zurücknehmen. Es ist da und es wird auch mit der Artificial Intelligence jetzt noch erfolgreicher werden. Und ich denke, wir haben den Marshall McLuhan, sollten wir noch mal sorgfältig lesen. Wenn man an einer Stelle eine solche Veränderung einführt, dann infiziert man den ganzen Körper der Gesellschaft. Haben Sie vielen herzlichen Dank nach Hamburg. Bleiben Sie gesund. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Gutes Interview mit mit Klaus von Onani. Ich merke schon, ist jetzt, glaube ich, genug Reaktion für heute. Zeit, den Stream dann auch mal auszumachen gleich. Aber wie gesagt, war ein schönes Interview. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das Format ist gut. Davon sollte man, wie gesagt, mehr machen. BSW, das muss nicht an der Qualität seiner Medienarbeit etwas ändern, sondern was an der Quantität. Da muss mehr kommen. Wie gesagt, das ist ein gutes Format. Das kann man jetzt beliebig lange fortsetzen und dann noch 3 andere solche Formate auflegen. Auch immer mit hochrangigen BSW-Politikern, die dann irgendwelche anderen Leute treffen. Also letztens war ja ein Treffen zwischen Sarah Wagenknecht und Jan-Josef Liefers. Also das könnte er bestimmt ausbauen. Wirklich gutes Format. BSW muss in Shorts-Videos, hatten wir ja gerade eben, stärker werden. Da, wie gesagt, es muss die Quantität hochfahren. Das Problem ist nicht die Qualität, das Problem ist die Quantität. Da ist die AfD beispielsweise viel, viel stärker als das BSW und da muss mehr kommen von der Partei. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, noch ein Hinweis in eigener Sache, den ich am Anfang schon gebracht habe. Folgt mir bitte auf Odyssey, folgt mir bitte auf Rumble. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dazu rate ich, weil wir unabhängiger von YouTube werden sollten.
Wir sollten auf andere Plattformen setzen, damit YouTube nicht einfach so unsere Kanäle sperren kann und wir dann weg sind. Sollte ich also auf YouTube nicht mehr da sein, dann geht es nahtlos auf Rumble und auf Odyssee weiter. Und die Reaktion, die ich gerade hochlade, die bekommt ihr, bevor sie auf YouTube online kommen, auch normalerweise auf Odyssee und auf Rumble. Das heißt, da könnt ihr meine Videos sogar früher schauen. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Bis zum nächsten Mal.